Arch-basierte Distributionen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer und ein solch einen Sandkorn habe ich hier heute gefunden, nämlich Reborn OS. Ein Nachfolger von Antergos. Dieses Projekt verspricht wirklich ganz groß zu werden, denn es ist mittlerweile wunderbar implementiert. Es hat ja eine eigene Administrationsoberfläche namens Reborn OS Fire, wo man noch diverse Sachen nachinstallieren kann. Ähnlich wie das Arch Linux Tweak Tool von Arco Linux von Eric Dubois, was man vielleicht so kennt, nur nicht ganz so üppig, aber auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin. Und das schauen wir uns heute mal an, die Installation von reborn OS. Also, schnappt ihr einen Tee, los geht's. So, bevor es losgeht, hier noch mal eine kleine Erinnerung. Jeden Samstag um 19 Uhr streame ich live und ja, zocke mit euch ein bisschen. Wir können auch ein paar andere Sachen machen wenn du ein paar Ideen hast, komm einfach in den Matrix Space und gib deine Ideen ruhig kund. Und dann freue ich mich jeden Samstag 19 Uhr auf Twitch, wo wir dann gemeinsam den Abend genießen können. Link ist in der Videobeschreibung. So, jetzt geht's aber richtig los. Einen wunderschönen sonnigen Sonntag Nachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags OS und heute installieren wir einen, ja, wahren Erben, einen Nachfolger von Antergos, nämlich Reborn OS. So, ich habe hier Reborn OS schon mal auf Distrowatch.com aufgemacht und wir sehen, dass es sich hierbei um eine, ja, Arch-Distribution handelt. Und hier steht bei Desktop Gnome, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Es werden jetzt quasi, ich glaube, 13... Oberflächen im Installer angeboten. Man kann wirklich aus allen möglichen Desktops und Fenstermanagern auswählen. So, ein Blick auf die Homepage. Das Schöne ist, wenn man die Homepage geöffnet, rebornos.org, kommt hier so eine nette Animation. Sehr gut. Das lässt sich hier mit der Maus auch wunderbar bewegen. So, Reborn OS made for you, made with you. So, die Seite ist komplett auf Deutsch und beschreibt so ein bisschen, was Reborn OS ist. Es gibt hier unter über uns, wenn man hier auf über uns geht und dann mal sieht man hier die äh, ganzen Entwickler, die sich hier vorstellen. Und äh, wenn man dann ganz nach unten scrollt, äh, kann man sich hier auch die Geschichte ein bisschen von Reborn OS durchlesen. Das ist eine ganze Menge Text. Und äh, zwar nennt sich diese Geschichte Kegens Linux Reise. Keegan ist quasi der Erfinder von Reborn OS. Der hat das quasi damals äh, als ich glaube Fork von Antergos und dann wollte er das verbessern und so weiter. Aus persönlichen Gründen musste er allerdings das gesamte Projekt dann verlassen. Ich glaube 2021 und seitdem ist Raphael der Hauptentwickler und äh, ja entwickelt alles das Ganze mit seinem Team auch. Ähm, She, Shiva, ich nenne jetzt einfach mal Shiva, ist äh, auch im Discord-Forum immer äh, sehr gut mit dabei, beantwortet alle möglichen Fragen. Ist also eine sehr lebhafte Community. Ja, auf der Webseite lässt sich wirklich wunderbar rumsurfen und rumschauen. So, wenn ich auf Downloads klicke, dann äh, komme ich hier auf äh, diese wunderbare Seite, wo ich dann im Prinzip äh, Reborn OS herunterladen kann. Und was mir eben auffällt, ist, dass äh, die Version der ISO vom Oktober 2021 ist. Das ist ganz schön alt, also erwarte ich quasi schon ein paar ja, Key-Probleme, ein paar Schlüsselprobleme bei der Installation. Aber warten wir ab, das werden wir sehen. Es gibt noch eine LTS-Version mit einem LTS-Kernel. Ähm, allerdings, wer den LTS-Kernel äh, zusätzlich haben möchte, kann auch ganz normal. Die normale ISO laden und dann den LTS-Kernel nachinstallieren. Das geht recht einfach. So, gut, dann werde ich jetzt hier einfach mal auf BitTorrent draufklicken und mir hier eine Torrent ziehen, weil das entlastet dann auch ein bisschen die Spiegel-Server. So, da ist es auch schon. So, einmal öffnen. Und dann warten wir einfach ab. Die ISO selber ist 2,3 GB groß. Das dürfte dann nicht allzu lange dauern. So, wenn der Download dann vorbei ist, dann öffnen wir hier wieder unsere virtuelle Maschinenverwaltung und wählen ganz einfach unser neu heruntergeladenes System aus. So, das ist R wie Reborn. Da haben wir es. Weiter. So, nichts erkannt, wir wissen es aber, dass es sich um ein Arch Linux handelt. Dann einmal weiter. So, Speicher. Ich nehme wieder meine üblichen 8200 und meine sechs Kerne. Einmal weiter. So, Festplatte, ich nehme hier 50. Ich denke aber, dass 20 dann reichen. Reborn OS. Konfiguration noch bearbeiten. Netzwerkbrücke. Und dann möchte ich eine UEFI-Installation haben. Und alles andere sieht ganz gut aus. Einmal Apply und Installation. Beginnen. So, hier sind wir drin. Reborn OS UEFI mit Nvidia. Non-free Latest Cards Only. Das heißt, wenn du eine NVIDIA Grafikkarte äh, drin hast in deinem Rechner, kannst du direkt die NVIDIA Treiber gleich mitladen für die Installation. Da ich hier in einer virtuellen Maschine bin, brauche ich das nicht. Ich habe kein NVIDIA, also gehe ich hier einfach auf Default. So, und schon sind wir hier auf einer GNOME-Oberfläche. Und äh, hier haben wir schon mehrere Desktops. Und ich. Äh, ja, dann sind wir hier auch schon äh, bei der Möglichkeit, die ganze Geschichte zu installieren oder einfach mal auszuprobieren. Was haben wir hier? Den Installer, äh, Paribon Installer, Welcome Application und äh, das ist der CNG Reborn Installer. Jetzt will ich aber mal ganz fix noch die Auflösung vorher ändern. So, und dann sieht das Ganze schon ein bisschen schicker aus und dann würde ich sagen, install it so wir möchten das ganze auf deutsch also das ist ein ja eigens zusammengeschusterter installer ein, das cng-Installationsprogramm ist beta-software das heißt wir könnten durchaus äh, probleme ja, erfahren aber muss nicht unbedingt sein so, also falls ich das falsch ausgesprochen habe, äh, schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, wie man dieses Programm, dieses Install-Programm richtig ausspricht. So, äh, wir machen weiter. Ich gehe mal hier oben auf den Pfeil. Sehr gut. So, hier wird jetzt geprüft, ob ich überhaupt äh, Reborn auf meine Maschine installieren kann. Mindestens 8 GB Speicher, Stromquelle mit dem Internet ist verbunden. Äh, Chinchi, <laughs> das Update, ich nenne es jetzt mal Chinchi. So, und äh, da gibt es nichts, was irgendwie äh, interferiert. Das ist gut. So, jetzt äh, soll ich hier schon mal das Land auswählen. Wir wählen Germany. Hier ist jetzt auch äh, trotzdem alles wieder auf Deutsch und Englisch gemischt. Das heißt, die Übersetzung ist noch nicht so ganz fertig. So, Zeitzone, ich tippe mal dahin. Nee, das war genau falsch. Okay. Amsterdam ist es nicht. Wir nehmen Berlin. Und wir können NTP verwenden. Das ist in Ordnung. So, dann machen wir weiter. Das Tastaturlayout gefällt mir. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit auszusuchen, was ich denn installiert haben möchte. Ich kann eine Basisinstallation ohne Desktop mir installieren. Zum Beispiel, wenn ich Rebound OS als Server nutzen möchte dann den Budgie Desktop Cinnamon Cute Fish das ist so ein bisschen sieht aus wie ja ein bisschen wie Mac ne dann Deepin auch sehr beliebt Gnome haben wir i3 Fenstermanager sehr schön KDE Plasma LXDE und LXCute sind dabei der mati Desktop OpenBox, für die, es, die es ganz einfach haben wollen. Regulis, das kenne ich jetzt gar nicht. Scheint auch ein Floating Window Manager zu sein, so wie es hier aussieht. Dann äh, Ukui, das ist das äh, Ubuntu Kylan User Interface, sozusagen. Das äh, ja, kommt von Ubuntu und ist, richtet sich eher so an die, an die ostasiatischen Nutzer. Und dann gibt es natürlich noch XFCE und so wie es aussieht, ist das so ein Vanilla XFCE. Ich nehme heute mal äh, den Cinnamon Desktop, weil da äh, habe ich jetzt einfach mal voll Bock drauf und dann machen wir einfach mal weiter. So, hier können wir jetzt auswählen, was alles denn so hinzugefügt werden soll an Funktionen und Programmen. Hier steht zum Beispiel schon angehakt das Arch-User-Repository. Das ist äh, ziemlich gut, ja, das lassen wir auf jeden Fall an. So, hier gibt es zum Beispiel Applications to perform System Maintenance, Anwendungen für, ähm, für die Systemwartung, hier so wie es aussieht, wenn ich die Maus einfach nur drüber halte. Dann ist dabei Bleachbit Staser Timeshift. Uh, Disk Space Cleaner, was ich natürlich ein bisschen schade finde, ist, dass das eben alles dann installiert wird, scheinbar. Uh, aber ich will ja uh, nicht Staser und Bleachbit uh, und 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 haben, sondern entweder oder. Ich würde mir das schon gerne irgendwie aussuchen. Uh, sei es drum, Bluetooth kann man hier aktivieren, brauche ich jetzt nicht. Ein Chromium Webbrowser, wenn ich den haben möchte. So, wir machen mal weiter. Uh, Foto-Editing-Programme wie GIMP. Rapid Photo Downloader, Raw Therapy und Darktable ist mit dabei. Hier haben wir dann OpenShot, Kdenlive, PTV und Avid Demux. Auch hier, wenn, dann würde ich schon gerne selber aussuchen, welches der Programme ich haben möchte und nicht alle äh, zur gleichen Zeit. So, Dropbox, Druckerunterstützung können wir hier äh, aktivieren. Das ist standardgemäß angehakt, genauso wie... Der Webbrowser, ich gehe mal auf Advanced, mal sehen, was wir dann noch so haben. So, da kommt dann noch Broadcom-Unterstützung, okay. Äh, E-Mail-Client, so, Thunderbird wird dann hier installiert, okay. So dann haben wir hier noch die Firefox Developer Edition. Hier haben wir noch Free Office, hier haben wir LibreOffice, kann ich dann hier anschalten. Und der LTS-Kernel wird auch mit installiert, automatisch, ohne dass ich ihn extra anschalten muss. So, Megasync ist immer noch äh, ein Ding, wird noch, ist noch sehr viel in Nutzung, kann man hier auch aktivieren. Megasync Cloud, den Nautilus File Manager, Opera, ein paar Spiele für Linux, Supertux, wie zum Beispiel Sudoku, Solitär. Und ich lasse jetzt aber alles mal hier auf Standard. Das heißt, ich werde jetzt hier nichts äh, irgendwie weiter anschalten. Hier ist noch Spotify mit dabei, sondern ich ja, werde das jetzt ganz einfach so lassen und einfach mal auf weitergehen. So, Haftungsausschluss für das Arch-User-Repository, das ist ganz normal. So, das ist Recommended. Jetzt haben wir hier wieder auf Englisch und hier geht es irgendwas mit Recommended und Partition. So, der Installer wird eine Menge Pakete aus dem Internet laden und deswegen wird äh, ein zusätzlicher Cache empfohlen. Und dieser Cache, dieser Cache darf auch nicht dieselbe Partition sein. Wie die, wo Reborn OS drauf installiert werden wird. Diese Cache-Partition wird auf jeden Fall gelöscht und muss schon quasi vorbereitet sein. Deswegen lassen wir das Ganze auf None. Hier steht auch It's safe to select None hier, äh, weil wir haben keine separate Cache-Partition. So, einmal weiter. Jetzt kommen wir zu den äh, Mirrors. Das ist auch interessant, dass wir hier bei der Installation äh, die eigenen Spiegelserver oder die eigenen ja Mirrorlisten hier auswählen können. Das finde ich sehr sehr gut. So wie es aussehen, sind die alle standardgemäß aktiviert. Das ist für mich in Ordnung. Und hier geht es weiter. Wie möchten sie fortfahren? Hier kann man zum Beispiel die Partition dann verschlüsseln. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, besonders wenn man Reborn auf ein Notebook installiert. Man kann das Home-Verzeichnis auf eine separate Partition setzen oder man macht das Ganze hier entsprechend manuell. Ich lasse das jetzt hier auf erase Disk and in Install Reborn OS und bin mal gespannt, wie die das dann lösen. So, hier kann ich jetzt das Laufwerk auswählen, haben wir. Den Bootloader kann ich mir auswählen. Grub2 oder System D-Loader oder System D boot Und äh, hier auch nochmal das Block-Device. Gut, machen wir weiter. So, jetzt ihr Name. Sehr gut. Dann der Rechnername ist Reborn Box. Benutzername ist Typ. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp und den lassen wir natürlich nicht automatisch anmelden, sondern das Passwort muss abgefragt werden. So, hier haben wir dann nochmal eine wunderschöne Zusammenfassung. Es ist also ein EXT4-File-System, was hier ähm, angelegt wird mit einer separaten Boot- und EFI-Partition und einer Swap-Partition. Okay. So, dann machen wir weiter. Möchten Sie fortfahren? Jawohl, möchte ich. Beziehungsweise, do you want to continue? Auf einmal war es wieder auf Englisch. Und ja, dann würde ich sagen, warten wir mal ab, bis die Installation durch ist. So, die Installation wurde erfolgreich durchgeführt und wir können das System neu starten. Los geht's. Und hier haben wir auch einen wunderschön gestalteten Grub Bootloader. So, wir schauen mal, was bei erweiterte ähm, Optionen drin ist. Und zwar haben wir nämlich hier jetzt die Möglichkeit, entweder in den LTS-Kernel oder in den normalen Kernel zu booten. Standardgemäß, wenn ich von hier oben auf Reborn OS jetzt klicke, wird der normale, ja, der normale generische Kernel gebootet. So, hier sind wir auch schon. Das ging jetzt recht fix. Einmal anmelden und schon sind wir äh, da. Auf einer Oberfläche, auf einer Cinnamon-Oberfläche ohne Hintergrundbild. Das ist aber erstmal nicht so schlimm. Ich werde jetzt erstmal die Auflösung anpassen. So, wenn wir äh, Reborn das erste Mal hochfahren, wird dann dieser Willkommensbildschirm angezeigt. Den kann man dann hier auch abschalten. Und äh, ja, hier sind äh, zahlreiche sehr hilfreiche Links. Aufgeführt zum Beispiel hier der Link zur Webseite oder zum Reborn OS Wiki, welches übrigens ein sehr, sehr interessantes Wiki und sehr, sehr gut gestaltetes Wiki ist aber eben auch ein Link zum Arch-Wiki, was ich sehr, sehr gut finde. Service-Status ist ebenfalls ziemlich interessant. Wenn man nämlich mal das Gefühl hat, dass irgendwas eben nicht richtig funktioniert, kann man hier direkt bei Reborn-Status oder status.rebornos.org entsprechend schauen, ob die äh, ganzen Repository-Server ab äh, und live sind, quasi. So, das ist also sehr interessant. So, dann gibt es äh, einen Link zum Discord-Server oder zum Diskurs-Forum, ebenso zur Facebook- und Twitter-Seite. Dann äh, gibt es hier noch den Link einmal äh, als Feedback. Ich nehme mal an, da wird einfach nur ein E-Mail-Provider quasi geöffnet. So mehr ist hier jetzt erstmal nicht. Ähm, man kann etwas spenden und das gesamte Reborn OS-Projekt gibt es auch äh, natürlich auf GitLab. Und da kann man sich dann tatsächlich direkt mit ja, einbinden. Einfach dieses Projekt oder eines dieser ja, Projekten, zum Beispiel den Installer, wenn man jetzt am Installer mitarbeiten möchte. Äh, hier am C, äh, am Chinchi Installer. Ich nenne es jetzt einfach Chinchi. Äh, und dann kann man hier entsprechend das Ganze einfach ja, forken und dann einfach mitmachen und mitgestalten. So, und hier noch eine Über uns Seite. So, hier gibt es dann noch den Punkt Utilities. Wenn ich hier draufklicke, werde ich darüber informiert, dass Reborn OS eben sich nicht aufblähen möchte, dass das eben kein ähm, OS ist, welches mit äh, zu viel Software daherkommt. Und deswegen hat man eben hier die Möglichkeit, entsprechend das Ganze dann noch nachzuladen, was einem vielleicht wichtig ist. Und ja, und so kann man das Ganze dann hier auch eben schnell mal nutzen. Reborn OS Fire, keine Ahnung, was das ist, interessiert mich aber. Also gucken wir mal, ob jetzt hier irgendetwas passiert. So, willkommen bei Reborn OS Fire. Ah, okay, das ist so eine Art Informationsauskunft. Hier wird dann quasi mein, meine Systeminformationen äh, dargestellt. So, was kann ich denn bei äh, Settings alles einstellen? Den äh, Private Bin Ordner, paste.reborn. Aha, da gibt es ein, äh, so eine Art Paste Bin quasi, aber selbst gehostet. Sehr gut, so was haben wir hier, Desktops. Hier kann ich jetzt noch diverse Desktops nachinstallieren. Das finde ich sehr, sehr cool. Finde ich wirklich super gut gemacht, dass ich da die Möglichkeit entsprechend habe. Das Ganze jetzt hier noch nachzuinstallieren, wenn ich das dann möchte. So, dann kann ich auch zwischen diversen Display Manager auswählen. So, aktuell haben wir LightDM. Dann gibt es hier noch diverse Software, die ich dann auswählen kann. Auch Browser, wie zum Beispiel den Brave Browser oder auch Google Chrome, das Original. So, Kernel Management. Hier kann ich dann zum Beispiel noch den äh, High Security Kernel installieren oder auch den Linux, Linux Zen Kernel, wenn ich das möchte. LTS, der LTS Kernel ist bereits schon drin. Und Pacman, parallele Downloads, kann ich hier aktivieren. Wenn ich also Updates durchführe oder install, Software installiere, werden eben zum Beispiel fünf Sachen gleichzeitig heruntergeladen. Das geht dann immer ein bisschen schneller. Ich habe das auch gerne aktiviert reborn os fire sehr gut sehr sehr nette idee sehr schön so wir schließen das ganze mal und ich werde mal das hintergrundbild ein hintergrundbild mal ja machen das ist das default hintergrundbild das ist in ordnung ist nicht das schönste was haben wir hier Lip it weiter pixels also es gibt kein Reborn OS eigenes äh, Hintergrund, keine äh, Reborn OS eigene Hintergrundbilder, so wie es aussieht. Und äh, ich nehme jetzt einfach mal da ein bisschen das dunklere, das ist oder Disco, ich glaube, das passt ein bisschen besser. Ja, das passt ganz gut, das möchte ich jetzt auch belassen. So, dann schauen wir mal, was jetzt alles vorinstalliert ist. Wir haben ja nicht allzu viel ausgewählt zu Beginn. Das Reborn OS Welcome Screen, das hatten wir ja eben geöffnet. Bei Büro ist eben nur äh, Events drin, ein Standard-Dokumenten-Betrachter, also ein PDF-Viewer, Standard für Cinnamon. Icon-Browser und CMake ist schon mit drauf. Ähm, bei Grafik habe ich eine Foto einen Bildbetrachter und ein, ja, ein Fotoanzeigeprogramm. Firefox haben wir installiert, dann äh, Media Player haben wir tatsächlich ein paar, einmal äh, ja, Videos nennt sich das und ähm, Musik, dann auch den MPV Media Player, den ich sehr gerne nutze und Brasero Brennprogramm und Cheese für Webcam. So, HP Lip ist drauf für HP Drucker. Hier haben wir auch noch den HP Device Manager. Gedit Edit und so weiter, das sind die üblichen Verdächtigen, die halt immer drauf sind. Nemo ist dann hier die Standard Dateiverwaltung, Standard für Cinnamon. Und ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sehen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schlankes Cinnamon und sehr, sehr schlankes Arch im Allgemeinen. Was ich ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr gut finde. So, wir können mal schauen, ob das System jetzt auch wirklich up to date ist. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Die Repositories, die hier drin sind, ist ein Core, Extra, Community und Multilib. Das sind die ganz normalen Arch-Repositories. Und äh, obwohl die ISO ja wohl von 2021 ist, bin ich überrascht, dass es da auch bei der Installation keine Probleme mit den Keyrings gab. Das ist also sehr, sehr gut und sehr, sehr clever gelöst, der Install Installationsprozess, sodass es dann eben keine Probleme mit den Keyrings gibt. Anders als, zu, als es zum Beispiel bei Blackarch der Fall war, wenn du mal hier oben rechts auf das I klickst, dort habe ich eine, äh, auch das Blackarch Linux mal vorgestellt. Und ja, für, für, für Hacker ist das. Und äh, da gab es bei der Installation einige Probleme mit den Keyrings, die ich aber gelöst habe in diesem Video. Also falls du mal Probleme mit Keyrings hast, ist das der beste Ort, da mal nachzuschauen. So, mich interessiert jetzt aber, ob äh, Reborn OS auch eigene Repositories hat, weil äh, ich war der Meinung, dass es da eigene Repositories gibt. Ja, wenn man direkt danach sucht, Reborn auf... Reborn OS Discourse, also in dem Discourse Forum. Dort hat Raphael, das ist der Hauptentwickler, hat hier auch nochmal eine Erinnerung, das Reborn Repository kann man nach, äh, quasi in jeder Arch-basierten Distribution einfach hinzufügen und dann ein Link zur Anleitung von OSDN. Und da würde ich sagen, das ja, machen wir gleich mal. So, als allererstes sollen wir die pacman.conf-Datei äh, bearbeiten. So, das machen wir mal. Dazu gehen wir erstmal in /etc und dann sudo vim und dann pacman.conf. Und vim ist nicht installiert, also installieren wir das schnell noch. sudo pacman ist. und dann Wim. Jawohl. Und auch schon fertig. Und dann können wir jetzt die Pacman.conf öffnen mit Wim. So, und hier äh, gibt es viel zu sehen, viel zu, hier ist viel geschrieben. Und dann können wir mal schauen. So, Reborn OS ist scheinbar aber schon mit dabei. Das heißt, das ist hier tatsächlich die Mirrorliste von Reborn OS, ist schon mit drin. Genauso eben wie Core, Extra, Community und Multilib. Dann habe ich das vorhin einfach nur etwas übersehen. So wie es aussieht. Können ja mal äh, ein neues Fenster machen oder ein neues, einen neuen Reiter. So machen wir mal. Ah ja, okay, damit ist das hier dann gemeint. Ne? Reborn OS und dann hat man hier äh, das Repository. Okay, perfekt. Deswegen steht hier auch, Reborn OS ist aktuell. Das ist das eigentliche Reborn OS Repository. Das habe ich dann eben nicht richtig erkannt. Sehr gut. So, aber ich füge gerne immer noch ein weiteres Repository hinzu. Und zwar das Chaotic AUR Repository. Es ist ja so, es gibt ja das Arch User Repository AUR. Das ist dann das hier, das Arch User Repository. Und wenn man ein Paket aus dem Arch User Repository laden möchte, dann muss man das entweder eben äh, mit MakePKG selber kompilieren oder man braucht einen entsprechenden Helper wie zum Beispiel Paro oder Yay und äh, muss das dann entsprechend ausführen. Ich selber würde aber gerne aus dem AUR. Das Ganze genauso installieren, einfach nur mit Pacman-S, so ähnlich wie ich aus diesen anderen Repositories installiere. Und dazu gibt es ein Repository, das nennt sich Chaotic AUR. Chaotic AUR. Einfach so eintragen, jetzt habe ich mich da natürlich verschrieben, das wird mit ch geschrieben und dann bin ich auch hier, Chaotic AUR. Das ist ein automatisierter, ähm, also das ist im Prinzip ein Bot, wenn man es so will, ein, ein Bot-Repository, das automatisch sämtliche Pakete im AUR schon vorkompiliert und baut. Und man kann dann entsprechend äh, die Sachen ganz normal nachher installieren. Der Hauptentwickler ist Nico, aka Dragonfire. Nico ist auch der Hauptentwickler für die KDE Garuda, KDE Dragonized Edition für Garuda Linux. Auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Einfach mal hier oben auf dem i. Und äh, dazu kommen dann noch ein paar andere Co-Maintainer, die ebenfalls aus dem Garuda-Team kommen. Wie zum Beispiel äh, Lieberwisch, ist auch Garuda Linux-Founder quasi. Dann äh, Naman Gag zum Beispiel, das ist dieser hier. Auch der arbeitet bei äh, Garuda mit, an dem Garuda-Projekt mit, genauso wie TNE. Ja, das heißt, und hier so ja SGS, das, äh, den kenne ich auch noch. Genau, hier steht auch Garuda Linux Founder, ja. Also das Garuda-Team quasi arbeitet an diesem Chaotic AUR. Und äh, ja, dann werden wir das Ganze jetzt mal einrichten. Und zwar mit dem allzeit beliebten Copy- und Paste-Spiel. Ich werde jetzt hier mal rausgehen. Ganz einfach. Ich habe nichts verändert. Also gehe ich hier einfach mit Q-Ausrufezeichen wieder raus. Und dann machen wir sudo pacman key. Wir werden jetzt erstmal die Schlüssel äh, importieren. damit nachher das Ganze auch äh, funktioniert. Dann dieses Key, ebenfalls mit Sudo. Dann werden wir das, äh, die Key Rings herunterladen. Und da die ja in keinem Repository verfügbar sind, werden wir sie vorher mit WGET quasi ziehen. Beziehungsweise mit Pacman U können wir sie direkt aus der Webseite ziehen. So, wir brauchen Rootrechte. Also sudo. So, jetzt werden die Keys gezogen. Ne? Und dann kann man die installieren, ganz normal mit Pacman. Das sollte auch alles recht zügig gehen. Dann müssen wir diese Sachen hier, diese zwei diese Zeilen, diese zwei Zeilen, AUR und Include, mirrorlist, in die pacman.conf-Datei hinzufügen. Und das machen wir einfach mal. So, jetzt sind wir wieder hier. Dann gehe ich ganz nach unten und werde jetzt hier einfach ähm, dazwischen Chaotic A einfach hinzufügen. So sieht das Ganze dann aus. Ja, das sieht so ähnlich aus wie hier oben zum Beispiel bei Community oder Multilib. Ne? Und auch hier Include. Und wenn ich das habe, dann einfach wieder abspeichern und raus. Und dann kann ich äh, mit Sudo Pacman-SYY das Ganze entsprechend synchronisieren. Und hier sehe ich Chaotic AUR. Da ist das Ganze jetzt mit drin. Aber ich glaube, geupdatet werden muss jetzt nichts. Genau, das Chaotic AUR ist vollzählig. So und wie funktioniert das Chaotic AUR jetzt nun genau? Wie kann ich jetzt zum Beispiel äh, Pakete aus dem Arch User Repository installieren? Ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel ein AUR-Paket habe, wie zum Beispiel hier Sublime Text, das ist ein ja, eine proprietäre äh, Entwicklungsumgebung. Das ist also nicht free and open source wie andere Texteditoren, sondern das ist durchaus auch kostenpflichtig. Das kann man dann aus dem AUR herunterladen, aber anstatt das Ganze dann entsprechend zu ja, kompilieren, genügt es im Prinzip einfach hier dieses, diesen Text hier oder den Namen entsprechend einfach zu kopieren. Ja, dazu reicht im Prinzip hier Supply-Text-4. Und dann kann ich das ganz normal installieren wie jedes andere Programm auch. Sudo Hackman minus S und dann Sublime Text 4, drücke ich Enter und dann fragt er hier auch schon, ne? hier hat er das sofort erkannt und dann sagt er, soll ich das machen, ja oder nein? Und dann werden die Pakete heruntergeladen, installiert und fertig. Und das kommt jetzt direkt aus dem Arch-User-Repository, aus dem Chaotic AUR. Ja, und äh, wenn ich jetzt äh, Supple eingebe, müsste sich das jetzt auch öffnen. Jawohl, da ist es auch schon. Ja, und dann habe ich hier im Prinzip mein Sublime Text und kann das Ganze jetzt ganz normal nutzen. Und dieses Paket ist aus dem AOR und die Installation geht wirklich richtig, richtig schnell. So, ich würde jetzt einfach mal noch aus Spaß, weil wir noch ein bisschen Luft haben, mal noch eine zweite Desktop-Oberfläche installieren, einfach mal, um zu schauen, ob das auch gut funktioniert und ob man dann auch sehr gut darauf zugreifen kann. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Budgie Desktop, da gehe ich jetzt einfach mal auf Install. Ich will einfach mal die Erfahrung hier mir nehmen, wie das Ganze hier funktioniert, ob es denn auch wirklich einfach ist. So, hier wird der Budgie Desktop dann einfach heruntergeladen mit allen notwendigen Abhängigkeiten. So, und die Installation ist auch schon fertig. Das ja, ging ja super, super schnell. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einfach eine Log-File zu erstellen. Für den Fall der Fall, Fälle, dass irgendwas schiefgelaufen ist oder dass ich das trotzdem speichern möchte. So, dann kann ich hier einfach auf äh, Private Binet klicken. Dann wird hier der Link quasi kopiert. Und diesen kann ich dann zum Beispiel äh, im Supportfall in ein Forum. Einfügen hier paste.reborn.org und dann öffnet sich quasi dieser komplette Installationsvorgang, quasi niedergeschrieben in einem Paste-Bin. Dieses Dokument läuft dann in sechs Tagen ab, das ist also nicht ewig verfügbar. Return und dann bin ich wieder zurück und dann würde ich sagen, starten wir mal neu und schauen mal nach, ob das Ganze wunderbar geklappt hat. Los geht's. So, hier oben. Kann ich jetzt meinen Budgie Desktop auswählen und ich sehe, dass sogar GNOME installiert ist? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber oh, hier haben wir den Budgie Desktop, den kann ich jetzt hier auswählen. Und dann logge ich mich einfach ein und schon sind wir drin mit, dem, äh, mit einem GNOME Logo hier unten. Und dies war ein kleiner Einblick in Reborn OS. Und was gibt es dazu insgesamt zu sagen? Gar nicht so viel. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Es ist im Prinzip eine sehr, sehr benutzerfreundliche Arch-Installation mit gut vorbereiteten Desktops und auch Fenstermanagern und somit auch sehr, sehr gut für Anfänger geeignet, die auch Arch gerne mal probieren möchten. Das gesamte Team von Reborn OS kann natürlich noch eine Menge Hilfe gebrauchen, besonders bei der Übersetzung der Oberflächen, wie zum Beispiel Reborn OS Fire ist bis jetzt noch komplett auf Englisch und benötigt unbedingt mal eine deutsche Übersetzung, genauso wie der Installer, der halb deutsch, halb Englisch ist. Das heißt, die deutschen oder andere Sprachen außerhalb von Englisch sind da scheinbar noch nicht gut implementiert worden aber das handelt sich ja um ein community projekt und deswegen ist jeder eingeladen damit zu partizipieren und entsprechend zu unterstützen also ein super prima nachfolger von antergos reborn os hat auf jeden fall das zeug richtig groß zu werden und sich richtig zu etablieren in den linux-markt aber was weiß ich schon ich ich bin ja nur so ein Typ im Internet.